Ja, hallihallo, hier auf der zweiten Bühne der Make Munich, wo sich's ein wenig um die Zukunft dreht. Mit dem ersten Thema fangen wir auch gleich richtig technisch an. Wir sind, zumindest ich habe noch irgendwie auf dem C64 angefangen zu programmieren. Später ging es dann in die PC-Welt hinein. Ich war noch ein großer Fan von BASIC. Ja, im Bereich der Maker und Open Source kam dann später irgendwann natürlich das, also zuerst kam DOS, dann kam vielleicht ein bisschen diese ganze Thema Unix-Shell-Programmierung sehr stark auf. Aber wenn man heutzutage jemanden fragt, was ist denn ein Computer und woher kennst du ihn, dann ist die Antwort definitiv meistens, ja, Internet, also HTML, CSS und halt JavaScript. JavaScript als eine der weit verbreitetsten Sprachen überhaupt. Ja, und da ist natürlich die Hypothese gar nicht weit, das auch zur Robotersteuerung einzusetzen. Und heute wird uns dazu Markus von Notebots was erzählen zum Thema JavaScript im Bereich der Roboter. Guten Morgen allerseits. Ich muss da noch meinen Timer setzen. So. Ich habe übrigens auch mit BASIC begonnen, war aber nicht der C64. Heute geht es um JavaScript und Robotik als Thema. Ich mache ziemlich viele Sachen, Software-Startup, Hardware-Startup, auch im FabLab bei uns in der Schweiz involviert, Coworking. Die erste Reaktion würde vielleicht sein, wenn ihr hört Robotik und JavaScript, so, okay, ja, warum jetzt das? Ich werde euch aber zeigen, dass das Sinn macht. 2009, das war in Berlin an der größten JavaScript-Konferenz, kam jemand und hat gesagt, ich stelle euch vor, wie man JavaScript auf dem Server verwenden kann. Und dort war wahrscheinlich die Reaktion gleich wie bei euch, wenn ihr sagt, JavaScript und Roboter. Die Leute haben gesagt, was soll denn das? 2009. Das Ganze hat sich dann aber in Node.js weiterentwickelt und das ist inzwischen sehr weit verbreitet, um JavaScript auf dem Server auszuführen. Das ist inzwischen ein riesen Ökosystem. Und dort war die Grundlage, dass alle Operationen non-blocking sind. Also, dass ich, wenn ich auf eine Datei zugreifen will oder eine Webseite ausliefern, dass all das nicht wartet, bis das wieder fertig ist und dann weitergeht, sondern alles in einem Event-Loop abläuft. Das war das Neue in Node.js. Heutzutage ist es selbstverständlich. Lustigerweise hat man jetzt bei Hardware das Gleiche. Das ist eigentlich auch Blocking.io, also man sagt zum Beispiel dem Motor, beweg dich vorwärts. Dann wäre ja blöd, immer zu fragen, ja, hast du jetzt deine Position erreicht oder nicht? Jede paar Millisekunden, sondern es wäre ideal zu wissen, wann dann der Motor seine Position erreicht hat, dass ich dann informiert werde. Also die Philosophie ist die gleiche. Hier warte ich beim ersten Codebeispiel mit Node.js, will ich eine Datei lesen und normalerweise müsste man warten, bis sie offen ist, bis die Daten kommen. Mit Node.js sage ich, öffne sie mal und wenn du sie dann offen hast, dann informiere mich. Mit einer Motoransteuerung mit JavaScript funktioniert das sehr ähnlich. In dieser Funktion sage ich, wenn dann der Motor rückwärts dreht, 5 Sekunden später, stoppt den Motor. Und vom Absetzen dieses Befehls, bis dieser Motor die rückwärts dreht und dann die 5 Sekunden, kann weiterhin weiterverarbeitet werden, den Rest des Programms, unabhängig von dieser Funktion. Oder zum Beispiel hier im oberen Teil habe ich eine Funktion, die schaut, wird auf diesem Filesystempfad eine Datei hinzugefügt.
und sobald das passiert, wird eine Funktion aufgerufen. Hier wäre auch blöd, jede Sekunde zu schauen, hat es jetzt eine neue Datei gegeben, hat es jetzt eine gegeben, hat es jetzt eine gegeben. Das Gleiche, wenn wir jetzt da anschauen, ein Beispiel, wie man schaut mit einem Abstandssensor, sobald sich der Abstand ändert, dann soll was passieren. Und wenn sich der gar nicht ändert, dann läuft der Rest des Programms einfach weiter. Und sobald es eine Änderung gibt, dann wird die Funktion aufgerufen und ich werde informiert, der Abstand hat sich geändert von 10 auf 5 cm und ich kann dann reagieren darauf. Roboter sind eigentlich immer reaktiv. Sie fahren mal zum Beispiel und warten, bis etwas passiert und dann passiert das Nächste. Die Hardware ist, wie gesagt, blockierend, also ich muss immer warten, bis etwas passiert ist. Und wenn wir schauen im Browser und natürlich auch auf dem Server, JavaScript ist sehr gut geeignet für asynchrone Operationen, also Non-Blocking und auch eventbasierendes Programmieren. Und daher ist meine Aussage, JavaScript ist gut geeignet auch für Robotik, sehr sinnvoll. Das passt also gut zusammen. Was dann noch hinzukommt, ist, viele Entwickler sind heute kennen gut JavaScript. Man kann einfach einsteigen. Es ist ja inzwischenzeit die weit verbreitete Sprache. Es gibt eine riesige Community von JavaScript-Entwicklern und das Ganze ist Open Source. Jetzt schauen wir uns das mal etwas genauer an, wie das Ganze funktioniert. Zuerst brauchen wir Hardware. Gibt es verschiedene Auswahl. Die einfachste ist vielleicht ein Arduino zu nehmen. Dort wird ein Programm installiert, das heißt Firmata. Das ist eigentlich eine Firmware für Microcontroller, die man dann von außen ansteuern kann. Über serielle Kommunikation oder auch über andere Wege. Und dann über Node Serial Port, das ist schon ein JavaScript-Modul, kann man die Kommandos dorthin senden, über das Kabel. Klar sagt man, ein Roboter, der über Kabel angehängt ist, ist nicht die spannendste Methode. Man kann dann auch diese Signale, die gleichen, übertragen über Bluetooth oder Wi-Fi. Das geht sehr einfach. Vor allem mit diesen günstigen Wi-Fi-Modulen, die inzwischen bei $3 oder so liegen. Was es auch braucht, sicher empfehlenswert, nicht den ganzen Code von Hand zu schreiben, sondern ein Framework zu verwenden. Falls ihr noch kennt diesen Film aus den 80er Jahren, Johnny Five mit diesem Roboter, das Package, das Framework, das eine, es gibt ein paar große, heißt Johnny Five. Das abstrahiert sehr stark die Roboterfunktionalität. Werden wir später sehen bei den Codebeispielen. Jetzt beim Browser oder auf dem Server, wenn man JavaScript verwendet, ist der große Vorteil, es ist egal, welchen Browser das man benutzt. Es ist auch ziemlich egal, welches Betriebssystem das man benutzt. Und das ist dann bei der Roboter-Hardware eigentlich noch nicht so. Normalerweise, man hat verschiedene Plattformen mit ihren verschiedenen Programmierumgebungen, Programmiersprachen. Auch wenn man jetzt aber JavaScript verwendet, ist spannend, man kann eigentlich die Hardware austauschen und das, was man programmiert hat, kann man übernehmen. Also neben dem Arduino gibt es sicher auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen BeagleBone zu nehmen, die Intel Galileo-Plattform, auch den Raspberry Pi funktioniert sehr gut, oder der Tesla. Dort ist noch interessant, das sind ja eigentlich vollwertige Linux-PCs im Kleinformat. Dort läuft die JavaScript-Runtime auf dem Microcontroller direkt. Dann gibt es die verschiedenen Arduino-Clones in anderen Varianten. Oder zum Beispiel der
der Particle. Dort ist interessant, dort werden nur die Kommandos auf den Microcontroller geschickt und man benutzt einen Host, der das JavaScript-Programm laufen lässt. Ist sicher zum Beginnen die einfachste Methode. Was auch noch spannend ist, vielleicht am Anfang ein bisschen komisch stimmt, man kann einen Arduino nehmen und diesen an einen Raspberry Pi anhängen. Dann hat man eigentlich das Beste von beiden Welten. Einen Linux-Computer mit dem Raspberry, wo das JavaScript-Programm drauf läuft, und den Microcontroller, der direkt angehängt ist, der dann die ganze Low-Level-Steuerung übernimmt. Es gibt dann auch schon vorgefertigte Hardware, die recht gut funktioniert. Am Stand vorne habe ich den gesehen, dass der auch da ist, der MakeBlock M-Bot. Er ist Arduino-basierend, hat aber ein Wi-Fi oder ein Bluetooth-Modul. Hat schon sehr viele Sensoren integriert, Abstandssensor zum Beispiel, einen Linienfolger, einen Lautsprecher, verschiedene LEDs. Und ist natürlich einfach zusammenzubauen. Also den hat man in 15 Minuten gebaut und man kann ihn nachher ohne Probleme mit Johnny 5 und JavaScript programmieren. Das geht auch mit LittleBit. Da gibt es ein Modul, das einen Arduino integriert hat. Und diesen kann man auch wieder mit JavaScript und Johnny 5 ansteuern. Schauen wir uns doch mal ein bisschen Code genauer an. Hello World ist ja in der Softwarewelt so das einfachste Programm zum Demonstrieren, wie man programmiert. Das Hello World, das gibt es auch in der Hardware. Dort ist es aber meistens ein LED, das blinkt. Und hier sehen wir den ganzen Code, der nötig ist, um ein LED zu blinken. Das ist jetzt wirklich unabhängig von der verwendeten Hardware. Ob ich jetzt da einen Arduino oder einen Raspberry Pi habe, das Programm ist das gleiche. Wenn wir die paar Zeilen mal durchgehen mit den Code-Beispielen, sehe ich, dass ich das Johnny 5 Framework lade in der ersten Funktion. Dann kriege ich eine Board-Instanz, um die Verbindung zum Microcontroller aufzurufen. Und dann, sobald dieses Board ready ist, das ist ein Event, dann definiere ich eine LED-Instanz. In Klammern steht dort 13, das ist der Pin 13 auf dem Arduino. Und alles, was dann noch bleibt, um das LED blinken zu lassen, ist dieser Aufruf LED Blink mit 500 Millisekunden Delay zwischen den Blinks. Also diese paar Zeilen sind alles, die es braucht. Dann haben wir unser Hello World. Nun wollen wir uns aber mit Robotik beschäftigen und bauen uns mal kurz einen Roboter. Ein paar Basisteile, hier bestehend aus einem Gehäuse aus Holz, zwei Servos, Batterien. Das Ganze zusammengebaut und noch ein bisschen dekoriert. Dann schließen wir einen den Servos am Arduino an. Und hier wiederum das Programm, um den Servo drehen zu lassen, ist auch nicht sehr viel. Sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus wie das LED-Exempel. Der Unterschied ist, dass ich da eine Servo-Instanz erzeuge. Und zwar sage ich, das ist ein Servo, der 360 Grad dreht. Es gibt ja verschiedene. In Klammern wieder die PIN-Nummer 10, weil ich habe den Server auf PIN 10 angehängt. Und ich lasse ihn auch gerade stoppen. Und dann als nächstes kann ich sagen, Servo dreh dich clockwise oder counterclockwise. Und schon dreht das eine Rad.
Ein Roboter mit nur einem Rad ist nicht so spannend, dann hängen wir noch das zweite an. Das sieht jetzt schon ein bisschen länger aus, wir haben aber auch mehr Funktionalität. Es wird auch noch ein Modul geladen, das auf Tastendrücke reagiert, auf dem Host. Und natürlich habe ich zwei Servo-Instanzen, der eine ist auf Pin 9 und der andere auf Pin 10. Und dann fange ich mal an zu horchen, was für Tasten gedrückt werden. Sobald eine solche Taste gedrückt wird, schaue ich, welche wurde gedrückt. Und im Fall, dass die Pfeiltaste nach oben, sende ich das Kommando an die beiden Motoren, dass sich die drehen sollen. Nun habe ich also mit sehr wenig Codezeilen einen Roboter, der auf Tastendruck reagiert. Dann kann ich sagen, okay, ich will dann noch auf Rücktaste, Pfeiltaste runter reagieren, Pfeiltaste links und rechts. Das habe ich vielleicht in 20, 25 Zeilen einen Roboter, der in alle Richtungen fahren kann. Man sieht schon hier mit dem Framework zusammen und auch mit der Sprache, ist es sehr einfach, einen Roboter zu programmieren. Dann kann ich verschiedene Sensoren anschließen, zum Beispiel einen Abstandssensor, Ultraschall oder auch Infrarot. Ich kann einen Sensor nach unten richten und schauen, ob es eine Linie am Boden hat. Einen Kompass, einen Beschleunigungsmesser, da kann ich zum Beispiel herausfinden, wann mein Roboter in irgendwas reingefahren ist. Oder sogar ein GPS. All diese Module sind unterstützt im Roboter, im Johnny 5 Framework. Gut, jetzt kann ich nur noch auffordern, geht und baut was und programmiert es mit JavaScript. So sieht die Bande aus, weil ich habe in ein paar Minuten einen Workshop in der Area 51 weiter unten, wo wir genau einen Roboter bauen. Also wenn ihr da Lust habt, vorbeizuschauen. Gut, Dankeschön. Ja, dann stellt sich die Frage, ob noch jemand von euch direkt jetzt Fragen hat. Wie gesagt, wir sind ein wenig im Stress, weil um 11.30 Uhr geht der Workshop los. Wenn jemand also JavaScript oder Roboter jetzt gleich mal sehen will, wie man sie in JavaScript am besten programmiert, am Stand 51, ich hoffe, ihr habt alle eure Informationen dabei. Gibt es jetzt noch Fragen aus dem Publikum? Ein paar kann ich noch nehmen. Nein? Von mir vielleicht eine Frage. Gibt es ein Online-Tutorial, irgendwas, wo ich mir das mal anschauen kann? Genau, auf der Johnny 5 Website, johnny-5.io. Okay, sonst noch Fragen aus dem Publikum jetzt? Könnt ihr mich auch direkt fragen, dann kann ich noch andere Links geben. Nein? Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, Markus. Wunderbar, danke. Und ich bin gespannt, schau danach auch gleich nochmal vorbei auf die JavaScript-Roboter. Aber jetzt traue sogar ich mir zu. Und dementsprechend, ja, ich denke auch, ist ein guter Beitrag, um Roboter insbesondere einfacher bedienbar zu machen, weil auf JavaScript jeden Fall, ja, kann genau definitiv jeder das lernen. Das ist die Idee. Vielen Dank, Markus. Wunderbar, Dankeschön.